Hey, und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hack Up. Minecraft 1.5.2 oder so. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen gefailt gehabt mit dem einen Engine, der nicht funktioniert hat. Diesmal wollen wir ein bisschen mehr machen. Ich brauche nur eine Enderperle für das, was ich vorhab. Wow, der war fleißig, während wir da zwischendurch mehr irgendwann Peaceful hatten. Ja, fleißig ist diese Maschine ohne Ende. Was ich brauche, ist ein Eye of Ender, ein bisschen Gold und ein bisschen Silber. Stimmt, ich habe fast kein Silber. Hihi, das könnte ein kleines Problem werden. Hm. 8, 16, ne, ich habe viel zu wenig Silber. Damit wird das, was ich vorhatte, noch nix. Gut, dann brauche ich meine Enderperle noch nicht. Was ich vorhatte, war einfach nur, war es ein wenig, die Circuits zu verbessern. Oh ja, wir haben Duskberry. Und wir haben Night Vision, nice. Das war ja bei die Form so viel bringt bei uns. Ah ja, was ich zeigen wollte, war übrigens, wir haben maximal Saturation. Wir bekommen mehr Coca Beans. Und Blackberries und alles mögliche und Eier. Da ich Eier nicht brauchen kann, kann ich sie weghauen, aber es ist schon cool. Und die Maschine funktioniert übrigens einwandfrei. Man sieht hier, da geht gemütlich die Sachen rein, alles was drüber geht und fertig. Also können wir noch richtig viel upgraden und ich habe schon wieder 6 Eier aufgehoben. Man sieht, das läuft recht gut. Ich könnte jetzt, glaube ich, mal langsam den Engine ausschalten. Ah! Ja. Was ich machen muss, ist übrigens einmal wrenchen und dann setzt sich das Ding zurück. Und man sieht, die Dinger sind alle voll. Das ist schön. Haut es übrigens nicht einfach in der Wooden Pipe rein, wenn es Probleme gibt. Ich könnte theoretisch auch jetzt den Biogenerator abbauen, aber der ist halt so praktisch. Wenn ich da später mal ein Redstone Energy Cell neben dran setze, wird das so gut sein. Nachdem das allerdings nicht so funktioniert hat, muss ich mal schauen, ob ich ein bisschen mehr Silber finde oder so. Das Problem ist, dass wir gar keins mehr in der Nähe haben. Silber kann man, glaube ich, als Dust auch von anderen Sachen bekommen. Durch Silber, Crusher Enrichment Chamber, das ist nicht das richtige Silber. Das Silber wollte ich haben. Das kriegt man von Silber. Von Lead. Ja. Oder von Silver Coombs. Da wir allerdings alles noch nicht haben, sieht es da relativ schlecht aus. Die einzige andere Möglichkeit wäre wirklich mit Bären das zu machen. Und ihr wisst ja, wie viele Bären wir bekommen, die Silber haben. Ich glaube, wir haben Silberbären, oder? Waren das hier Silberbären? Das waren Aluminiumbären, das sind Silberbären, aber die wachsen nicht. Hm. Naja, okay, dann müssen wir dann doch was anderes machen. Schade. Weil ich wollte eigentlich ursprünglich Dings haben. Moment, wie wird Silber hergestellt? Stable Transition Metal. Stimmt, wir haben den Mod, aber das nützt uns nicht wirklich viel. Okay, naja, gut, dann machen wir jetzt was anderes. Und zwar das folgende. Ein Igneous Extruder. Wir brauchen nämlich Obsidian und Ender und dafür ist ein Igneous Extruder unglaublich gut. Dafür brauchen wir einen Kolben, ein bisschen davon und ein bisschen davon. Das geht. Ich habe zufälligerweise meine ganzen Barren weggelagert. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Gold. So. Reception Coil brauche ich nicht. Ich brauche aber ein bisschen Glas. Das ich noch überhaupt nicht habe. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen Glas herstellen. Nö. Oder habe ich hier noch welches drin? Nö. Hier auch nicht. Auch nicht gut. Dann muss ich noch ein bisschen Glas herstellen. Kein Problem, kommt sofort. Ich brauche einen guten Schwungeisen. Um genau zu sein, 4, 5, 6 und noch ein bisschen was. Ich schmeiße mir jetzt schnell mal kurz die Sachen da rein. Das ist ein bisschen doof, dass es so weit ist zum Laufen, aber okay. Ja, eine Karotte aufgehoben. Yeah, Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das ganze, der ganze Rest von ganz allein. Oh, wir kriegen ab jetzt wirklich Setzen ja auch da drin. Es kann tatsächlich sein, dass ich hier demnächst noch einen zweiten Ausgang machen muss. Nur weil das hier, weil die zu langsam rausgehen. Egal. Ich habe gesagt, Pulverizer. Du kriegst mal ein bisschen davon. Das wird dann nirgendwo rausgepusht. Ah, der zieht es sogar direkt raus. Das ist nice. Wir kriegen sogar Gravel raus. Wie viel brauche ich für meinen Igneous Extruder? 1, 2, 4, 5. Nein, 4. 4
Sechs Stück brauche ich, das reicht. Powered Furnace. Ein Mindschmelzen bitte. Jetzt könnte ich theoretisch meinen Engine wieder anschmelzen, aber das ist wurscht. So, sechs Stück brauche ich insgesamt. Und dann kann ich hier auch gleich meine Maschine bauen. Aus Glas brauche ich keinen Crafting Table. Sechs Stück, danke. Crafting Table, Crafting Table. Dann brauche ich einmal das hier mit dem hier. Und ich habe nicht genügend Eisen dabei. So viel zu der Idee. Ich brauche aber, also zwei Eisen brauche ich glaube ich noch, wenn ich mich total verrechne. Und was brauche ich noch? Dafür brauche ich Zinn. Habe ich. Okay. Ja, ich freue mich schon so richtig drauf, wenn wir richtig loslegen können mit den ganzen Maschinen. Ich werde wahrscheinlich auch das Eisen demnächst nicht mehr in den großen Ofen schmeißen, sondern wirklich in den kleinen. Es ist zwar ein super Lagerplatz für so viele Materialien, aber man kriegt halt nicht die maximale Effektivität raus. Wenn wir das halt haben, dann nutze ich einmal das hier, das gibt's auch nicht, dass ich mich da so verklick, und einmal das hier. Redstone in die Mitte, die oben hin. Ah, jetzt habe ich's. Das hier, dann brauche ich einen Kolben. Ich frage mich nicht, was man mit Enriched Iron machen kann. Das könnte ich mal nachschauen. Das kann man damit eigentlich alles anstellen. Heat Generator. Enriched Alloys. Steel. Ja, Enriched Alloys. Okay. Die könnte ich später mal brauchen. Das hier. Ich habe keinen Cobblestone. Ich hasse das. Ich verbrauche ständig meinen ganzen Cobblestone im Inventar. Ich muss einfach mal immer ein Stack mit sich rumschleppen, dann passiert ein bisschen weniger. Ein wenig hiervon. Ein wenig hiervon, davon und so. Und wir haben einen Kolben. Dann brauche ich ein weiteres bisschen Eisen, dass ich die bestimmte Maschine machen kann. Und dann eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gold in die Mitte. Und wir haben die Machine Frame, Pneumatic Servo, Kolben, zweimal Glas. Oh, wo ist mein Glas hin? Ich hatte doch noch mehr, oder? Da. Nein, ich hab's eingeschmolzen. Hey, Partner. Übrigens, Golems laufen vor den Viechern davon. Das heißt, die werden nicht in die Luft gejagt. Außer man hat einen Creeper Sweeper, Golem. Also so ein Eisengolem. Den wir noch nicht herstellen können. Will ich aber auch irgendwann haben. So, jetzt aber, darf ich bitte einmal mein ganzes Glas haben, danke. Jetzt mit ein wenig Glas, ein wenig Zinn, einem Kolben, einem Machine Frame und einem Pneumatic Servo können wir nicht mehr 6 Extruder machen. Den stelle ich hier hin. Dann bräuchte ich Änderung des Plans. Wir stellen den hier hin. Damit hat er immer Wasser. Wir stellen ihn auf Obsidian. Jetzt können wir einfach, wenn wir unsere Materialien nehmen, ich könnte theoretisch hier auch einfach eine weitere Kiste neben hinstellen, wo ich meine Erze und sowas rein tue. Dann habe ich hier meinen neuen Crafting-Bereich. Mal kurz die ganzen Erze und sowas rein. Wenn ich jetzt einfach ein bisschen Lava hole, das ist kein großes Problem für uns. Wir wissen ja ungefähr, wo es welche gibt. Mir ist es hier jetzt wurscht. Ich weiß, dass ich es später bereuen werde, dass ich es da gelassen habe, aber es passt schon. Zumindest schon. Ich glaube, hier unten gibt es überhaupt keinen Weg nach ganz unten. Muss ich sogar ein Stück zurück? Ja. Ich hole mal ein bisschen Lava und schmeiße die dann da rein. Und dann werden wir automatisch Obsidian generieren. Das Coole daran ist halt, dass es viel, viel effektiver ist als alles andere. Was ich auch machen könnte, wäre natürlich stattdessen einfach einen Magma Crucible zu bauen und Energie reinhauen. Das wird sich wahrscheinlich auch lohnen. Und dann könnte ich einfach aus 20.000 Dings Lava herstellen und dann hätte ich meine automatische Produktion davon. Das ist Aluminium. Ja, ich habe da leider keine Möglichkeit, an Silber zu kommen. Weil das hier nicht existiert hat, als ich da angefangen habe. Naja, irgendwann werden wir auch dazu kommen. Und nach oben und nach unten und da ist schon wieder eine Kuh.
durch die Wand geglitscht. Frag mich nicht, ob die sich nicht automatisch irgendwie verbreiten oder so. Dann haben wir sie wirklich mal langsam mal irgendwas verzaubern. Ich hab so viele Punkte. Ja, genau. Eimer. Ich werde mal schauen, dass ich alles voll mache mit Lava. Nö, ich kümmere mich nicht um euch. Ihr seid nicht die Gegner, die ich suche. Naja, wenn ihr hierher kommt, habe ich einen Vorteil im Gegensatz zu euch. Und nicht auf meinen Vorteil zu beruhen, das wäre doof. Also bei hier müsst ihr um die Ecke laufen, und wer um die Ecke läuft, kann nicht snipen und nicht Maschinengewehr snipen vor allem. Der Hauptvorteil von einem Skelett ist eigentlich, dass er Reichweite hat. Und das macht ihn absolut einen der nervigsten Gegner. Ein paar andere nervige Gegner sind natürlich auch Enderman, aber das kann der Enderman schon. Außer richtig Schaden machen und sich ein bisschen teleportieren. Und Pfeilen ausweichen. Ich finde es sowieso lustig, wie er das macht gegen alles Mögliche. Stimmt, ich weiß immer noch nicht genau, wie wir einen Ender Dragon töten wollen. Ich könnte mir vorstellen, es wäre auch lustig, wenn man den mit Schneebällen töten würde. Das hätte doch was. Aber ich werde jetzt einfach Lava holen und dann sind wir zurück. Bis gleich. Okay, ich bin zurück, auch wenn ich eben zwei Eimer verloren habe, weil mir irgendwelche Skelette mein Inventar vollgebombt haben. Mit irgendeinem Scheiß und ich sind die in die Lava gefallen. Ärgerlich. 6 Eisen verplempert. Schade, dass wir Buildcraft APS nicht haben. Da könnte man so, würde man einfach alle möglichen Ressourcen in Lava umwandeln und dann den Dings erstellen. Was kann man da direkt rausschmelzen? Okay. Ich brauche nur ein paar Eimer gleich. So. Weil der produziert schon nicht ganz langsam. Man sieht, wir haben schon 2 Lava. 4 kann er immer aufheben. Er verbraucht immer einen kompletten Eimer von beiden Sachen. Man könnte den auch theoretisch hernehmen, um zum Beispiel Stein herzustellen, wenn man will. Da wir allerdings genügend Stein haben durch unsere Spitzhacke, ist das nicht wirklich notwendig. Und dann haben wir auch mal ein bisschen Verwendung für unsere ganze Lava. Oh, er hat schon den nächsten verbraucht. Ja, wir brauchen unbedingt Obsidian, und zwar massiv. Vor allem, wenn wir weitere Liquid Ducts und sowas haben wollen. Übrigens, wir sind bei Wasserverbrauch inzwischen bei 500%, weil wir sehr, sehr lange inzwischen kein Wasser mehr hatten. Was uns allerdings vollkommen egal ist. Übrigens, das ist absichtlich so, weil auf Forgecrafts immer regnet. Dadurch haben sie da ein bisschen Vorteil damit. Okay. Haben wir jetzt 14 Obsidian. Wenn ich die dann reinschmelze, kann ich die einfach mit Lead kombinieren und dann haben wir Hardened Glas. Und das ist wirklich was, was wir gut brauchen. Deshalb werde ich das jetzt auch gleich holen. Dann werde ich auch meinen Engine wieder anschmeißen und dann passt das schon. Wir haben inzwischen 21 Cocoa Beans. Die sind, wie gesagt, nicht sonderlich effektiv. Ich denke, dass wir das eventuell demnächst auf eine Farm umsetzen, auf einen Harvester. Der wird dann dieses ganze System abbauen und dann produzieren wir gleichzeitig noch Erde und vor allem jede Menge Lehm. Lehm, wenn wir sowieso irgendwann mal brauchen. Lead. Lead hatten wir hier irgendwo. Kann sein, dass wir demnächst wieder auf eine Nether Fortress gehen müssen, nur um das Zeug herstellen zu können. Weil wir haben ja auch, wir kriegen weder Eisen noch Lead. An sich. Und dann, habe ich eigentlich Factory Station drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich denke schon, oder? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir nehmen ein wenig Lead, schmeißen das in den Induction Furnace 1, nehmen das Obsidian hier raus, schmeißen das in unseren Pulverizer und schalten die Maschine wieder an. Man sieht, als erstes wird der Powered Furnace hauptsächlich aufgefüllt, und dann hier ein bisschen. Ein MJ wird benutzt. Das wird natürlich gleich höher, bis zu 2 wird es hochgehen. Okay, boah, wie viel Holz wir hier produzieren, das ist ja Wahnsinn. Und ich will unbedingt die natürlich analysieren und dann Biofuel und so Zeugs herstellen können. Stimmt, ich könnte die theoretisch nehmen und unseren Biogen ein wenig effektiver machen, denke ich.
ist es ja nicht so, als hätten wir überhaupt keine, als hätten wir nicht schon eine gute Effektivität. Das geht nicht mit den Dingern? Okay. Schade. Na, irgendwann werden wir werden nämlich einige Sachen machen müssen. Zeppelins und so Zeugs. Oh, wir produzieren absolute Massen an dem Zeug. Und man sieht, ab und zu gibt's ein bisschen Sand. Und dann verbraucht man ein bisschen Erde. Okay, wie sieht's aus? Der Furnace passt schon. Zwei auch Pulverized Obsidian haben wir schon. Dann können wir nämlich schon mal unser erstes. Wir uns erst ein bisschen Harnglas herstellen. Und die kann man für alles Mögliche brauchen. Vor allem, wenn ich jetzt demnächst wirklich eine Möglichkeit finde für Silber. Man kann es für einen Fuel Loader bauen, für Portable Tanks. Portable Tanks sind richtig gut. Energy Conduits, die, ja, Energy Conduits brauchen halt Electrum, das habe ich leider nicht. Tesseract Frames und Zinn. Tesseract sind auch cool. Und Illuminator Dings gehen's. Wenn ich Silber hätte, wäre das so viel angenehmer. Ja, es ist langsam, weil der nur einen MJ nutzt. Weil er auch nur eins kriegt. Wenn der hier so viel frisst. Aber bald ist er voll und dann passt das. Weil für 3500 es geht. Ich habe so viel Holz. Ich muss unbedingt schauen, was man damit alles anstellen kann. Ja, man sieht Partbuilder. Oh, die haben ein anderes Design, wenn die mit dem anderen Holz gemacht worden sind. Alle möglichen Art von Kisten. Für die Crates. Ah, die Crates, stimmt. Für Barrel. Für ein Water Barrel, das will ich auch mal unbedingt ausprobieren. Chest Panes. Detector H. Forester's Backpack. Hm. Smelting. Enrichment Chamber macht Wood Chips draus. Fullriser macht es ebenfalls. Sawmill macht das Zeug. Wir können es für Apiaries, für Impregnated Sticks mit Seedoll nehmen. Für Crates, für Woodpulp. Wir könnten Woodpulp nehmen. Ich weiß noch nicht genau, wofür man das hernehmen kann. Ach, Papier, genau, natürlich. Oder? Wenn ich mich täusche, müsste Woodpulp für Papier hernehmbar sein. Genau, Papier, Karton und Blätter. Wir werden es hauptsächlich für Papier brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Carpenter. Und was, wo kriegt man das hier? Auch Carpenter. Das heißt, ich brauche zwei Carpenter. Das ist gut. Das ist interessant. Und da muss ich, glaube ich, schauen, dass ich, also ich brauche zwei Wooden Engines, zwei Carpenter. Das geht. Warum bin ich jetzt zurückgelaufen? Ich habe die meisten meiner Ressourcen doch dabei. Naja, außer Eisen. Stimmt, ich muss da mal ein bisschen was mitnehmen. Ich muss das einfach mal komplett leer drainen. Warum habe ich da sowieso überhaupt so viel drin noch? Keine Ahnung. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst mal Richtung Dings gehen können. Quarry. Das Problem ist, dass brauchen wir 12 Gold und jede Menge Eisen und jede Menge Diamanten. Ich hätte natürlich wahrscheinlich auch einfach das Flüssige hernehmen können. Aber okay. Ich brauche das folgende. Jede Menge Eisen. Das ist allerdings möglich. 1, 2, 3, nehme ich ein bisschen mehr mit. Einfach, dass ich einen guten Schwungzeug habe. So. Und ich muss dann denken, dass ich meinen Eimer nochmal nachmachen muss. Das war jetzt sehr, sehr lange, sehr praktisch, der Ofen. Die Smeltery. Einfach, weil sie so schön die ganzen Ressourcen gelagert hat. Ja, das sind ja Stackweise. Das sind ja richtig, ich glaube, da waren ja, also wenn es fast voll war, waren da ein Stack von den Blöcken drin. Und das ohne Platzaufwand und irgendwas. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da nicht schon was machen können. Boah, das ist voll. Weil ich will Woodpulp herstellen können. Da werde ich dann eventuell sogar in den Biogenerator gehen, anstatt dem Ding hier. Pulverizer, ja. Ich schmeiß das Zeug jetzt einfach da rein und schaue, wie weit es kommt. Jetzt brauche ich, genau, Carpenter, zweimal. Carpet, genau, Bronze. Ich brauche zwei Stück. Bronzeblock brauche ich nicht. Carpenter, das ist nochmal 6, 12. Das habe ich nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen Copper und Zinn kombinieren. Das geht. Ein wenig hiervon, davon und passt Bronze. 1, 2.
Gib mir den ersten. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Glas. Schmeiß den mal ein. Dann passt es. Kann ich hier natürlich nochmal dazu tun. Wie gesagt, ich brauche irgendwann Lab, dann kann ich mich darum kümmern. So, dann können wir den zweiten Carpenter herstellen. 1, 2, 4, 5, 6. So, dann Sturdy Casing in die Mitte. Dann brauchen wir ein bisschen Platz. Und glücklicherweise würde ich fast sagen, gehen wir nach da hinten. Weil wir nämlich Wasser brauchen werden und das kriegen wir am besten daher. Und ein bisschen Energie auch. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ah, ich brauche den nicht auf 2, sondern den auf 2. So, einfach meine Carpenter, dann brauche ich 2 Wooden Engines, das geht auch noch. Und dann sind wir schon wieder bei 20 Minuten, das gibt's ja nicht. Ich habe wenig Holz, das heißt, ich nehme ein bisschen mehr hier. Carpenter. So. Ich habe gesagt, ich brauche einmal eine Kiste. Dann brauche ich 2 Wooden Engines. Das war relativ einfach zu machen. Dafür brauche ich einfach nur ein bisschen hiervon. Oh, ich habe kein Redstone dabei. Im Inventar meine ich. Redstone, Kolben. 3. Ja, ich brauche eigentlich nur, ich brauche nur 2, habe ich gesagt. Ich brauche 3. Stimmt. Ich brauche 3 Engines, das heißt, ich brauche nochmal 2 weitere Gears. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Glas. Glücklicherweise habe ich ja schon welches vorbereitet. Die hier, die hier, die hier, die hier. So. 3 Wooden Engines. Dann brauche ich natürlich ein bisschen Wooden Pipes. Habe ich welche gelagert? Nö. Okay, man sieht, die Setzlinge sind ein wenig buggy. Ein bisschen hiervon. Für Stone. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt Stone brauche. Da vielleicht ein bisschen schnell. Stimmt, ich muss ja schauen, dass ich... Entweder nehme ich eine Diamantpipe oder ich nehme eine Dingspipe, eine Obsidian, eine Emeraldpipe. Das Problem ist, dass ich weder Emeralde habe, noch Diamanten. Das ist wirklich ein großes Problem. Ich kann nicht sagen, ob ich eins... Also Diamanten habe ich wenig, Emeralde habe ich, glaube ich, gar nichts. Da muss ich wirklich mal schauen, dass ich da mich hinzüchte mit meinen Bienen. Ich habe 2 Emeralde, genauso viel, wie ich brauche. Passt. So, weil ich muss nämlich schauen, was ich für Items extrahiere. Und da brauche ich nämlich genau ein Item, und zwar genau das Holz. Und dann schauen wir mal, da werden wir jetzt richtig schön Papier herstellen. Yes. Einfach weil wir so viel Holz haben, da macht es keinen großen Unterschied, ob ich da jetzt ein bisschen mehr verwende oder nicht. Okay. Was ich haben will, ist eine Wooden Pipe. Oh, ich habe die Kiste muss ich bewegen. Okay. Kiste 2. Du kommst hier hin, da werde ich mal das ganze Zeug, das ich gleich brauche, reinschmeißen. Das ich nicht sofort brauche. Ja, das sollte reichen, dann kann ich die Sachen hier nämlich mitnehmen. Weil die Kiste muss nämlich an eine andere Stelle. Okay, weil hier stört sie mich. Einmal weg mit der Kiste. So, jetzt kommt einer der Carpenter hin. Dann kommt nochmal ein Carpenter hin. Da brauche ich dann einen Wooden Pipe in der Mitte. Wooden Pipe hier hin. Wooden Pipe hier hin. Einmal wrenchen bitte, dass es die Richtung ist. Okay, was ich brauche ist eins von den Blöcken. In der Pipe. Filter. Mir ist Spruce Wood raus. Du machst das Spruce Wood und Wasser. Dafür brauche ich jetzt meine Liquid Transport, meine Liquid Ducts, die ich hoffentlich auch noch irgendwo habe. Ich bin nicht mehr dabei.
Ich habe meine Liquid Ducks nicht dabei. Okay, dann haben wir die und dann können wir uns darum kümmern, dass ich, also einmal sich das Wasser hier und dahin fülle. Moment, das ist zu kompliziert hier. Ich will keine so komische Rohrführung halt haben. Doch, doch, das passt schon mit denen hier. Nur der hier muss an eine andere Stelle. Als erstes kommt natürlich mal hier eine Kiste hin. Da kommt mein Papier hin. Dann kommt mein Ignis Extruder hier hin. Und meine Wasserpipes kommen dahin. Okay, jetzt füllen die sich auf und wir kriegen Water Power. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Energie produzieren. Jetzt bin ich nur hier hinten ein bisschen eingeengt. Weil ich hier nirgends so wegkomme. Stimmt, hier neben geht's. Und jetzt kann ich... Ach, der ist schon wieder... Stuck schon wieder. Dann kann ich den ja schon mal ausmachen und... Ranchen. Okay, was ich haben wollte, war eine Wooden... Ich habe noch Redstone hier, oder? Wooden und ein bisschen Stone. Wie viel brauche ich? 1, 2. 2, das geht. Das ist insgesamt 3 von denen. Einmal bitte mit Wood, einmal mit Stone. Und dann kann ich nämlich den hier hin tun. So. Und jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Energie. An die verschiedenen Stellen. Das ist hier und da. Dort. Jetzt brauche ich nur noch die Lever. Übrigens, ich habe rausgefunden, wofür dieser Control-Dings war. 1, 2, 3. Also damit kann man mit Redstone-Signal Teile der Farm abschalten. So, jetzt werden wir automatisch Wood Pulp herstellen. Sofern möglich. Und, stimmt, ich muss dem sagen, was er machen soll damit. Jetzt füllt das auch an die richtige Stelle auf. Aber er macht nichts damit. Interessant, interessant. Warum nicht? Weil ich denke, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut. Missing Resources? Naja, braucht Power. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich die direkt angeschlossen habe. Okay, das heißt, ich werde es ein bisschen ändern. Ich meinen Redstone liegen lassen. Ich hasse es, wenn mir das passiert. So. Dann werde ich die Struktur doch nochmal ein wenig anpassen. Dann kommt nämlich meine Wooden Transport Pipe, Conductive Pipe hier hin. Und dann dahin. Und schon geht das auch mit Papier. Sehr gut. 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 Und ab jetzt haben wir hier eine Kiste voller Papier. Ja, zwar noch nicht sofort, aber im Laufe der Zeit. Man sieht hier, der kommt natürlich kaum nach im Moment mit der Produktion. Sand ist... Ah ja, stimmt, jetzt weiß ich, wo der ganze Sand die ganze Zeit herkommt. Klar. Man sieht, im Engine ist noch ein bisschen Energie drin. Die zieht es natürlich jetzt raus. Okay. Gut, und das soll es dann noch für diesen Part gewesen sein. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch auf jeden Fall viel, 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 viel Spaß. Und bis dann. Servus, bye bye.